Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Ich bin Anja und ich nehme dich heute wieder mit zum Basteln. Und für heute habe ich mir überlegt, machen wir mal eine 2-in-1 Karte. Wir werden ein bisschen Aquarelleffekt aufs Papier bringen und wir werden uns mal um Mutti und Vati kümmern oder um Mama und Papa, wie auch immer ihr sagt. Ich mache dieses Video nämlich im Rahmen vom Insta-Hop der Stempel-Buddies und in diesem Monat im Mai geht es um Muttertag und Vatertag und da dachte ich, kann ich doch beide kombinieren und zeige euch, wie ihr aus einem Motiv, einer Idee gleich zwei Karten machen könnt. Was ich dafür benutze, das siehst du hier, ist auch wieder unten in der Infobox alles beschrieben und ich würde sagen, wir könnt loslegen. Als allererstes habe ich mir ein Stück extra starken weißen Farbkarton geschnappt, meine Stempelkissen und Stempel aus für alle Zeit. Das finde ich ganz hübsch, das Blätterset. Das finde ich ganz hübsch und ich glaube, das passt sowohl für feminine als auch maskuline Karten, denn wir gehen ja jetzt in beide Richtungen sozusagen. Ich habe mir hier drei Stempel erstmal ausgesucht. Mal gucken, vielleicht nehme ich noch ein viertes Motiv dazu. Aber ihr könnt so viele oder so wenig nehmen, wie ihr wollt. Es geht auch mit einem einzigen. Und ich habe mir drei Farben rausgesucht. Das sind die In-Colors von 2021. Papaya, Seladon und Lodengrün. Und mit denen werde ich jetzt erstmal ein paar von diesen Blättern stempeln. Und da könnt ihr einfach bunt durcheinander die Farben nehmen, die ihr wollt. Ich lege die mit ein bisschen Abstand aufs Papier, denn ich will die gleich ausstanzen. Und ihr seht, ich stempel manchmal ein bisschen zweifarbig. Ihr könnt dafür ein Fingerschwämmchen nehmen. Ich verlinke euch hier oben mal ein Video, wo ich euch das zeige. Ihr könnt aber auch ganz vorsichtig ein bisschen in die eine Farbe und dann in die dunklere Farbe drüber gehen. Wenn ihr da keine ganz fließenden Übergänge braucht. Und die brauche ich nicht, denn ich will ja gleich noch ein bisschen Aquarell-Look dazu bringen. Das heißt, ich werde die Farben sowieso noch ein kleines bisschen miteinander verblenden gleich. Wenn ich dann ausreichend von meinem Motiv gestempelt habe, dann schnappe ich mir meinen Wassertankpinsel und jetzt kommt eigentlich der Part, wo wir aus dem Ganzen ja so ein bisschen Aquarellkunst machen. Ich habe mir auch in den Stempelkissen noch ein bisschen Farbe in den Deckel gedrückt, damit ich, wenn ich möchte, eben auch noch ein bisschen Intensität draufbringen kann. Und bei diesen flächigen Stempeln, das ist ja einer, der schon so ein bisschen Farbverlauf vorgibt, der schon ein bisschen Dimension bringt. Da reicht es manchmal aus, wenn ihr einfach nur die Farbpigmente ein bisschen anlöst. Deswegen ist auch der extra starke Farbkarton besser oder ein Aquarellpapier wäre auch super. Dann könnt ihr die Farbpigmente einfach ein bisschen noch verteilen und den Effekt einfach noch ein bisschen deutlicher machen. Wichtig, saubere Pinselspitze. Tüchler auf Reserve und immer von der hellen Farbe zur dunklen Farbe. Ich zeige es euch mal anhand eines Beispiels. Wir können ja mal das hier oben nehmen. Das heißt, ich starte einfach in der hellsten Ecke, löse mir das Pigment mit ein bisschen Wasser an und ziehe das einfach der Form entlang. Aufpassen, dass ihr nicht zu viel Wasser nehmt und dann könnt ihr das hoffentlich über die Kamera gut erkennen, dass ich jetzt die Pigmente ein bisschen lösen und ein bisschen das Motiv einfach verschmilzt und es ein bisschen so wirkt, als hätte ich mir die Blätter selbst mit Aquarellfarbe aufs Papier gebracht. Nehmt euch da ruhig genug Zeit, da müsst ihr nicht drüber hetzen, sondern wirklich ein Blatt oder je nachdem, was euer Motiv ist, nacheinander
immer von der hell vom hellsten Punkt zum dunkelsten Punkt. Und startet auch auf jeden Fall immer mit möglichst wenig Wasser. Ihr könnt immer noch mehr Wasser hinzufügen, wenn ihr das braucht. Und wenn ihr eure Pigmente angelöst habt, ich hoffe, man kann das jetzt gut sehen, dann sieht das manchmal ein bisschen verwaschen aus. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr könnt nämlich immer noch mit ein bisschen extra Farbe, könnt ihr euch auf den Wassertankpinsel auf die Spitze holen und könnt nochmal hier die Konturen nachziehen. Auch wenn euch Details irgendwie verloren gehen, die ihr gerne noch haben wollt, dann einfach nochmal mit ein bisschen Stempelfarbe diese entsprechenden Konturen nachziehen. Das könnt ihr auch da machen, wo ihr Schatten haben wollt, dass ihr diese Schatten eben mit der Farbe nochmal herausbringt. Und da könnt ihr natürlich auch noch etwas mit dunklerer Farbe spielen. Oder vielleicht noch eine andere Farbe mit integrieren, wie ihr das möchtet. Das heißt, wenn ich hier mit Seladon und Lodengrün arbeite und mir denke, oh, das hat ein bisschen wenig Papaya, dann kann ich natürlich auch nochmal hier in Papaya reingehen und der Spitze ein bisschen mehr von diesem ja, sonnigen Ton mitgeben. Ich werde das jetzt mal für alle Blätter machen und dann hole ich euch wieder dazu. Ich habe alle meine Blätter fertig koloriert und ausgestanzt. Das habe ich auch gleich mit den Stanzformen gemacht. Das heißt, da war ich relativ zügig durch. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt für die Karte. Dafür schnappe ich mir ein Stück Papier. Das kann jegliches Schmierpapier sein. Ihr könnt Druckerpapier nehmen. Ich habe hier das Schwarze, damit ich die weißen Rahmen besser sehe, damit ihr die besser auf der Kamera seht. Und von diesem Papier, das ist nur ein Trägerpapier, das, wie gesagt, das kann ein Stück sein, wo ihr Stempelabdrücke getestet habt, was auch immer. Also da müsst ihr keinen sauberes, schönes Papier für verschneiden. Das nehme ich mir nur und mache mir das auf die Größe meiner Karte, damit ich ein Trägerpapier habe. Das hier ist ja jetzt so groß wie meine Karte. Ne? Seht ihr hier? Das deckt genau die Karte ab. Und darauf werde ich mir jetzt meine Blätter verteilen. Und zwar so, wie ich die gerne angeordnet haben möchte. Die dürfen sich so ein bisschen überschneiden. Vielleicht habe ich auch ein bisschen viel. Weiß ich noch nicht. Ne, die lege ich mir jetzt einfach so zurecht, dass mir das gefällt. Und wenn ihr viele Teile habt, die immer so ein bisschen hin und her wackeln, dann könnt ihr auch einfach ein bisschen nicht permanenten Kleber in den Hintergrund machen. Oder wenn ihr keinen nicht permanenten Kleber da habt, dann nehmt ihr euch einfach ein kleines bisschen Washi-Tape und könnt euch das in den Hintergrund machen und damit die einzelnen Teile ein bisschen fixieren, damit euch das nicht die ganze Zeit hin und her ruckelt. Ich richte das jetzt einmal schnell aus und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Einmal alle Blätter in ihre Position gebracht und jetzt werde ich mir ein bisschen breiteres Washi-Tape oder Malerkrepp nehmen. Ihr könnt auch Maskierfolie nehmen. Irgendetwas, was nicht super stark klebt und trotzdem ein bisschen Halt bietet. Wenn ihr eine Maskierfolie nehmt, dann könnt ihr die natürlich genau die richtige Größe zuschneiden und das direkt da drauf machen. Dann braucht ihr kein Trägerpapier. Hat aber vielleicht nicht jeder da, deswegen es geht auch mit Malerkrepp, Washi-Tape und Co. Ihr braucht einfach ein bisschen mehr Streifen dafür. Und genau das werde ich jetzt machen. Ich werde mir ein paar Streifen abmachen, die etwas breiter sind als mein Träger. Das drücke ich mir einmal über meine Hose ab, damit das Ganze auch nicht so extrem klebt. Hier eine schöne frische Rolle. Und dann fixiere ich mir
Und dann fixiere ich mir vorsichtig mein Motiv oder meine Motive. Und wenn ich das jetzt hier fertig habe, dann kann ich mir jetzt von überlegen, welche zwei Bereiche ich haben möchte. Ich möchte einen positiven und einen negativen Bereich haben. Ich werde das Ganze hier einfach ein Rechteck machen. Ihr könnt aber auch ein Herz, ein Kreis, ein Oval, was auch immer ihr wollt, ausschneiden oder ausstanzen. Wichtig, wenn ihr schneidet, dann auf jeden Fall gucken, dass ihr durch euer Motiv schneidet und das trotzdem noch ganz bleibt. Wenn ihr es stanzt, dann geht es natürlich ein bisschen einfacher. Aber ich weiß natürlich auch nicht, jeder hat immer alle Stanzformen zu Hause. Zuerst schnappe ich mir aber einen Bleistift und ein Geodreieck und markiere mir einmal meinen Rahmen, den ich mir ausschneiden möchte. In etwa so. Dafür ist auch das Papier sehr praktisch, weil da kann ich es mir eben aufmalen und muss hier nicht auf der oberen Seite rumfummeln. Wenn ihr eine Stanzform habt, wie gesagt, einfach durch die Stanz- und Prägmaschine kurbeln und dann habt ihr das im Prinzip auch schon fertig. Wichtig, Washi-Tape dran lassen. Ich nehme mir zum Schneiden am liebsten eine Schneidematte. Die ist jetzt ein bisschen dreckig vielleicht, aber das macht nichts. Und ein Lineal mit einer Metallkante. Schneidemesser. Und jetzt kann ich diese Linien einfach entsprechend nachschneiden. Ihr müsst das auch nicht in einem Schnitt machen, ruhig zwei, dreimal langsam drüber gehen. Dann zerreißt ihr euch auch nicht das Papier. Beim Trägerpapier ist natürlich nicht so schlimm, aber euer Motiv wollt ihr natürlich nicht zerstückeln. Und jetzt seht ihr, kann ich das hier rausbrechen. Genau. Jo. Da hat es meine Folie nicht ganz. So. Und jetzt habe ich zwei Bereiche. Hier von meinem Rahmen muss ich natürlich noch die überstehenden Sachen abschneiden. Das mache ich gleich. Jetzt kann ich schon einen meiner Kappenrohlinge nehmen und einen von meinen, Teilstücken. Und da mache ich jetzt einfach mal mein Trägerpapier hinten ab. So, mein alte Washi. Auch gleich weg. So. Und jetzt mache ich hier ein paar Dimensions drauf. Um jetzt meinen Innenteil aufzukleben, nehme ich mir einfach meinen Rahmen, richte mir den auf meiner Karte aus und kann jetzt meinen Innenteil hier ganz sauber platzieren. So, Rahmen wieder abziehen. Und jetzt ganz vorsichtig die Trägerfolie abziehen. Wenn das ein bisschen schwer geht, dann könnt ihr auch einen Föhn nehmen. Dann löst sich der Kleber ein bisschen. Um die Karte noch fertig zu machen, machen wir uns noch einen kleinen Spruch. Dazu nehme ich hier alles Liebe zum Papa-Tag und auf die andere mache ich gleich alles Liebe zum Mama-Tag. Da stempel ich mir jetzt einfach auf in Lodengrün auf ein Stück und weißen. Und dann machen wir uns auch noch den Mama-Tag gleich fertig. Das werde ich aber direkt auf die Karte stempeln. Möglichst mittig. Dafür richte ich mir mein Papier schon mal aus. Nehme auch hier nochmal Lodengrün und stempel das einmal mittig. Und dann werde ich diesen Rahmen jetzt hier genauso auf die Karte draufkleben, wie ich das da getan habe. Das heißt, ich ziehe das schwarze Papier ab und mache Dimensionals drauf, klebe das Ganze auf die Karte und ziehe ganz vorsichtig das Washi-Tape ab. Der Rahmen für die Mama klebt auch. Dann können wir die zwei Kärtchen eigentlich fertig machen. Die für die Mama ist natürlich schon fast fertig. Die könnte man einfach so lassen. Ich habe hier natürlich noch die Ränder abgeschnitten. Könnt ihr vor dem Aufkleben machen oder nach dem Aufkleben. Ich mache es immer lieber nach dem Aufkleben, dass wenn man sich mal ein Stückchen vertut, dann hat man noch nicht hier die Ränder kaputt gemacht. Beim Papatag habe ich noch das alles Liebe zum Papatag ausgeschnitten. Das werde ich hier gleich noch aufkleben.
Hier habe ich schon ein kleines Schleifchen gebunden, extra off-camera, damit ihr mich nicht auslacht beim Schleifenbinden. Einfach weil Schleifenbinden ist für mich immer so ein bisschen Gefummel und Getüdel. Ich suche da noch den richtigen Tipp und Trick. Und dann schnappe ich mir einen Gludot und das Schleifchen damit aufkleben. Kleinen Schriftzug, den klebe ich mit etwas Flüssigkleber fest. Der braucht nicht noch extra Dimensionen. Und ich würde sagen, für die Mama, die braucht nicht unbedingt ein Schleifchen. Die kann natürlich auch ein Schleifchen kriegen. Aber da verpasse ich noch ein paar Glitzersteinchen. Und dann haben wir schon beide Kärtchen fertig. Was Florales, aber nicht zu blumig, damit das vielleicht auch für den Papa funktioniert. Und hier könnt ihr es nochmal im Detail sehen. Ihr habt so schöne schwebende Elemente. Super schön in, ja, in einen nicht vorhandenen Rahmen gesetzt. Hier ganz schlicht nur mit einem Bändchen. Und für die Mama vielleicht ein bisschen glitzeriger. Aber auch hier eben, ja, der Rahmen was Besonderes. Und eben der Gruß in diesen, ja, schwebenden Blätterrahmen gesetzt. Kleiner Tipp noch, bevor wir zum Ende kommen. Die Hilfsmaterialien wie das Stück Papier, was wir zugeschnitten haben und auch das Washi-Tape müsst ihr natürlich nicht wegschmeißen. Das könnt ihr alles nochmal verwenden. Die Washis nehme ich super gerne nochmal, um Stanzteile zu fixieren beim Ausstanzen. Und das hier, das werden wir sicherlich in einem zukünftigen Video nochmal verwenden zum Blenden und Maskieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich super über einen Daumen nach oben und natürlich immer auch sehr über einen Kommentar. Lass gerne ein Abo da, denn dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Tschüssi!